ihr Lieben. Da sind wir wieder. Die Gabriele, ich bin so klein jetzt. Ich komme was runter. Ja, oh. Ja, okay. Ja, die Gabriele und ich, wir sind heute wieder da. Wir wollen euch wieder ein Video fertigstellen. Ich war jetzt ein paar Tage bei Liebschaft 8 und habe meine Ausbildung zum Schmerztherapeuten gemacht. War super spannend, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich kann meinen Arm wieder super gut bewegen und habe so ein paar Zipperleins halt einfach auch weggedrückt bekommen. Die Übungen, die Engpassdehnungen sind super. Ich werde auch immer mal so ein bisschen was einbauen und ja, und wer Bock hat, kann bei mir auch jetzt buchen. Noch dürfen wir 1:1 auf jeden Fall und bis Anfang März habe ich auch ein Corona-Angebot. Normalerweise, da ich mich für eine Partnerschaft entschieden habe, kostet das 150 Euro pro Termin. Aber es gibt jetzt bei mir 50% Ermäßigung, gerade jetzt für die Anfangszeit und weil vielleicht auch der ein oder andere das auch braucht. Gerade in solchen, ich sag mal, ein bisschen traumatisierenden Phasen entwickelt der Körper auch manchmal Schmerzen halt und ja, da kann es vielleicht auch ein bisschen hilfreich sein, wenn man da mal sich dran wagt. Ja, und ansonsten, wolltest du noch was sagen? Ja, in diesen verspannten Zeiten. Genau, genau. Ja, ja, ist es, was wir in Entspannung tun. Genau. Genau. Ja, und wir starten jetzt gleich wieder mit einer schönen Meditation. Dann zeige ich euch tatsächlich zwei von diesen Engpassdehnungen nach Liebschaft 8. Einmal was für den Kiefer machen wir und dann hier den Schulter-Nackenbereich, eine schöne Sache. Und danach machen wir ein paar schöne Yin-Yoga-Übungen und am Ende natürlich auch wieder die altbewährte Tiefenentspannung, auf die ihr ja alle auch immer so, ich sage mal, so scharf seid. Ja, wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Meditation. Die Gabriele setzt sich schon mal bereit und ich gehe mal hinter die Kamera. Okay. So, nun setz dich bereit auf dein Kissen, entweder im Schneidersitz, im Fersensitz. Oder wenn du es vielleicht noch nicht so kannst, kannst du die Beine auch ausstrecken. Bei mir darfst du dich auch jederzeit bewegen. Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, dass das Becken so ein klein bisschen nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule sich lang nach oben aufrichtet. Kann sich auch mal bewusst lang machen in der Wirbelsäule. Mal richtig reinspüren in die Länge deines unteren Rückens. Mal den Bereich deiner Brustwirbelsäule spüren. Die Schultern mal ganz bewusst nach hinten, unten drehen, sodass du spürst, wie die Schulterblätter zusammenkommen. Und dann wieder mit dem Ausatmen Entspannung reinbringen, aber das Becken so belassen, die Wirbelsäule lang aufgerichtet. Der Hinterkopf ist in der Verlängerung zur Halswirbelsäule. Stell dir vor, du würdest hier am Kopf, am höchsten Punkt des Kopfes nach oben gezogen. Dann geht automatisch dein Kinn ein klein wenig in Richtung Brust. Du kannst das Kinn auch wieder noch ein Stückchen nach hinten ziehen, sodass du die Länge etwas mehr spürst. Achte nur darauf, dass der Kopf nicht zu weit nach unten sich bewegt, sodass du wirklich eine wunderschöne Länge hast und keine Dehnung der Halswirbelsäule. Insgesamt sollte es sich angenehm anfühlen. Als kleines Hilfsmittel, wenn du das Gefühl hast, deine Schultern sind
angespannt, gedehnt. Dann hebe den Kopf noch mal etwas an, bis du spürst, dass die Stränge an den Schultern, hier gerade an den seitlichen Halsbeugern, sich wieder entspannen. Nun löse auch deinen Kiefer, indem du deinen Mund ein ganz klein wenig öffnest. Sofort kommt Entspannung in deinen Kiefer. Die Zungenspitze berührt den oberen Gaumen hinter den Schneidezähnen. Und dein Atem fließt entspannt, aber tief bis in die Spitze deines Unterleibs. Komme so immer mehr innerlich zur Ruhe. Beobachte, wo fließt dein Atem ein? Durch welches Nasenloch atmest du ein? Durch welches Nasenloch atmest du aus? Beobachte einfach, ohne Bewertung. Lass dich so immer mehr von deiner Atmung nach innen tragen, hinein in deinen Unterleib. Und stelle dir dann vor, dort in der Tiefe sitzt du nun ruhig und gemütlich auf dem Grund eines klaren Sees. Du kannst ohne Probleme im Wasser atmen. Das Wasser hat eine sehr angenehme Temperatur. Und du weißt nun, dass wenn du unter Wasser atmest, kleine Luftblasen durch das Wasser aufsteigen. Es ist wie wenn du so eine Sauerstoffflasche angehangen hast. Stelle dir nun vor, dass jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Wahrnehmung in Form einer Luftblase durch das Wasser nach oben aufsteigt. Nimm wahr, wie ein Gedanke kommt, wie er sich zu einer Luftblase formt, aus deinem Kopf heraus dann in Form dieser Luftblase aus dem Wasser aufsteigt. Beobachte diese Blase auf dem Weg nach oben, bis sie wieder verschwindet, vielleicht auch zerplatzt. Und nimm dann auch wieder den nächsten Gedanken, die nächste Emotion wahr. Mach hier die Luftblase wahr, wie sie
nach oben steigt, irgendwann aus deinem Blickfeld verschwindet oder platzt. Forsche nicht nach oder verfolge den Gedanken weiter, sondern lasse einfach los. Vielleicht kommen noch mehrfach die gleichen Gedanken. Auch das ist okay. Lass jeden Gedanken einfach ziehen. Nach oben aufsteigen. Lösend. Bleibe in dieser Wahrnehmung nun noch 3 Minuten in der Stille. Und nun komm langsam mit deiner Wahrnehmung wieder zurück
hier in diesen Raum. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist. Und mit solch einer Übung kannst du wunderbar deine Gedanken beruhigen. Wir kommen jetzt zur ersten Übung, eine Engpassdehnung für den Kiefer. Eine Übung, die du eigentlich jeden Tag machen solltest, denn gerade unser Kiefer, da hängen so viele Verspannungen drin. Also auch oft, wenn man zum Beispiel nachts knirscht mit den Zähnen, die Zähne zu stark aufeinander beißt, dann rubbelt man sich die Zähne so ein bisschen ab. Hat vielleicht auch der ein oder andere, so eine Aufbissschiene, und das ist auch, die könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr die Übungen regelmäßig macht, zukünftig ersparen, weil ihr dann insgesamt viel, viel entspannter seid. In unserem Kiefer sitzt ein ganz starker Muskel, der wirklich dazu tendiert, immer angespannter und angespannter zu sein, je mehr Stress du am Tag hast oder überhaupt je mehr stressbelastet du bist. Deswegen ist es total wichtig, dass wir unsere Kiefermuskulatur wirklich sehr, sehr entspannt halten. Und wir starten jetzt damit, du kannst den Kopf ein bisschen zurücklegen. Es kann also auch sein, dass du gut anfängst zu speicheln. Vielleicht magst du dir auch ein kleines Taschentuch bereitlegen. Oder du kannst die Übung auch im Liegen machen. Aber wir machen es jetzt mal im Sitzen. Da gibt es mehrere Varianten. Zunächst kannst du den Mund öffnen und die Hände so halten und quasi die Daumenhandkante an dein Kinn legen, den Mund weit öffnen und den Kiefer so nach unten drücken. Und so dann halten und den Mund immer weiter und weiter öffnen. Du kannst aber auch mit zwei Händen den Kiefer so ein bisschen auseinanderziehen, dass du also eine Hand nach unten in den Kiefer hängst, die andere nach oben. Gabriele macht es mal kurz vor und dann starten wir gleich. Genau. Muss mal gucken, was für dich angenehmer ist oder wo du das Gefühl hast, dass du etwas effektiver bist mit der Übung. Wähle nun einfach den Weg, der für dich jetzt am besten scheint. Vielleicht hast du jetzt beide Übungen mitgemacht. Leg den Kopf so ein klein wenig zurück, aber nicht zu viel, dass du nicht in eine Anspannung reinkommst für die Halswirbelsäule. Nur, dass du nicht zu viel anfängst zu speicheln. Öffne dann deinen Mund und leg nun deine Hände so, wie es für dich angenehm ist. Das halten wir jetzt eine Minute. Immer weiter öffnen. Versuch immer mehr loszulassen im Kiefer. Spür, wie es immer weiter und weiter noch geht, den Mund zu öffnen. Ziehe mit der Hand den Kiefer immer weiter nach unten. Spüre, wie der Mund immer weiter geöffnet wird. Das klappt noch ein bisschen mehr. Versuche mal reinzufühlen in das Kiefergelenk. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, da ist so eine kleine Sperre. Manchmal ist sie auch einfach nur gedanklich da. Trau dich einfach mal, den Mund etwas weiter aufzumachen. Manchmal sind das auch Gedanken, die da festhängen, dass wir den Mund nicht aufmachen dürfen. Und jetzt halte weiter fest, halte fest, während du nun 10 Sekunden lang versuchst, den Mund mit möglichst viel Kraft gegen die haltende Hand
oder die halten einen Finger am Kinn anzuspannen. Da versuchst du den zu schließen, aber du schließt ihn nicht. Halte fest, fest, fest. Anspannen, anspannen. Nicht kleiner werden und jetzt mal den Druck loslassen, den Mund weiter offen halten. Und nun spanne nochmals 20 Sekunden weiter an. Halten, halten, halten. Immer weiter gegenspannen, aktiv nach unten ziehen. Und wieder entspannen ein bisschen. Und noch einmal fest anspannen, so als wenn du den Mund schließen wolltest. Es geht aber nicht, du hältst die Öffnung gleichmäßig. Halten, halten, anspannen, anspannen. Und wieder locker lassen, den Mund immer weiter öffnen. Immer weiter öffnen, öffnen. Und jetzt noch ein letztes Mal die isometrische Übung. Spann dagegen an. Versuch den Mund zu schließen, aber du machst ihn nicht kleiner. Ja, feste, feste, feste. Und langsam loslassen. Spann den Mund noch weiter nach unten, ziehen weiter nach unten. Und dann lass mal dein Kinn los. Öffne den Mund noch mal 10 Sekunden aus eigener Kraft, so weit wie möglich. Halte das so. Spür mal rein, wie weit du kannst. Es geht ja noch besser. Das ist ja super. Und langsam den Mund schließen. Mal reinspüren, wie fühlt sich das jetzt an? Wie fühlt sich der Kiefer an? Vielleicht hast du auch das Bedürfnis, mal ein bisschen den Kiefer rechts und links zu bewegen. Vielleicht auch mal herzhaft zu gähnen. So, ihr Lieben, die nächste Übung ist eine Engpassdehnung. Dafür leg dich mal in die Bauchlage. Gib den rechten Arm mal zur Seite. Nein, seitlich, richtig lang gestreckt zur Seite. Nun schieb den Arm mal, stell dir vor, zwischen Kopf und Arm, das ist 90 Grad, schieb den Arm jetzt mal hoch in 45 Grad. So etwa, nee, den rechten Arm nach oben schieben. 45 Grad, ja, nee, das ist zu viel. So, das ist 45 Grad. Der Arm ist lang gestreckt. Jetzt dreh mal in der Schulter, das Schultergelenk so, dass das so ein bisschen an den Boden kommt. Also quasi richtig in der Schulter drehen. Jetzt setz die linke Hand neben deinen Augen auf, etwa in Augenhöhe. Genau so ist es richtig. Gib das linke Bein mal so ein bisschen im 90-Grad-Winkel nach außen. Genau. Ja, ein bisschen nicht so viel. Guck mal, dass du etwa in Mitte des Unterschenkels den Fuß platzieren kannst, des rechten Unterschenkels. Genau so, jawohl. Und nun dreh dich auf die rechte Seite, indem du mit der linken Hand dich nach oben drückst. So ein bisschen drehen, genau. Und nee, die Schulter bleibt am Boden, die rechte Schulter bleibt am Boden. Nur so viel, dass die rechte Schulter am Boden bleibt und dreh die Schulter richtig so, dass die
wirklich mit der Schulterspitze am Boden bleibst. Das ist anstrengend, ich weiß das. Der Arm bleibt gestreckt, so richtig schön strecken, den Ellenbogen lang strecken. Halte, so. Dreh dich zunehmend auf die rechte Seite. Aber achte darauf, dass wirklich im Schultergelenk, dreh dich nochmal im Schultergelenk so, dass die Schulter wirklich am Boden aufliegt. Nee, du bist zu hoch, Gabriele. Komm ein bisschen runter nochmal. Was? Nee, dann bist du zu hoch. Dann geh ein bisschen runter nochmal. Das geht mit dem Ellbogen nicht. Dann halte einfach noch ein bisschen. Nun drück mit dem rechten Arm 10 Sekunden lang mit möglichst viel Kraft gegen den Boden. Drücken, gib Kraft rein. Immer weiter drücken und loslassen. Versuch jetzt noch ein klein wenig weiter zu drehen. Nee, aber bleib unten mit der Schulter. Die rechte Schulter bleibt unten. Es ist anstrengend, ich weiß. Und nun gib nochmals mit Kraft, drück den rechten Arm in den Boden hinein. Feste drücken, die Schulter in den Boden pressen, feste reindrücken und wieder locker lassen und versuchen noch ein Stückchen weiter, und wenn es nur ein Millimeter ist, dich weiter in die Drehung reinzudrehen. Und ein letztes Mal. Drück den Arm, den rechten Arm wieder fest in den Boden rein. Die Schulter in den Boden. Stell dir vor, mit der oberen Schulter wolltest du den Boden erreichen. Ganz feste drücken. Und wieder locker lassen und versuch noch einmal, noch ein kleines bisschen mehr, dich in die Drehung zu bringen. Nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Okay, und nun versuche den rechten Arm nach oben zu heben. Versuche aus dieser Position jetzt den rechten Arm nach oben zu heben. Heb, ja, feste, halten. 10 Sekunden lang, feste halten. Jawohl, und locker lassen. Und dann löse langsam auf. Und spüre nach. Spüre immer weiter nochmal hinein. Versuche mal jetzt besonders die rechte Schulter zu entspannen. Spür mal die Energien fließen. Und jetzt gib die Hände mal unter die Schultern. Gabriele dreht sich zur anderen Seite, richte dich auf, sodass du in den Vierfüßlerstand, sodass wir jetzt die linke Seite machen können. Aber du kannst, wenn du Platz hast, kannst du auch einfach liegen bleiben. Das ist jetzt nur eine Anweisung für die Gabriele, die sich jetzt einfach mal rumdreht. Du kannst jetzt nun den linken Arm rausstrecken zur Seite gerade. Dann nach oben geben in 45 Grad Winkel.
gibst jetzt das rechte Bein seitlich ein wenig raus, sodass der Fuß etwa am Unterschenkel liegt, genau. So mittig am Unterschenkel, genau. Stellst den rechte Hand in Augenhöhe auf, den Ellenbogen nach oben drücken. Und dann drückst du dich jetzt leicht nach oben. Die Schulter dreht sich nach vorne, sodass die Achselhöhle am Boden... Nee, das ist zu weit. Die Schulter geht hoch, sondern nur so weit du kannst. Nur so weit du kannst auf die Seite drehen. Die Achselhöhle bleibt am Boden. Du drehst die Schulter so ein bisschen nach vorne, sodass sie wirklich richtig am Boden liegt. Dreh den Rumpf, soweit du kannst, soweit es dir jetzt möglich ist, 30 Sekunden lang etwa. Die Schulter muss am Boden bleiben. Und nun drück den linken Arm mit möglichst viel Kraft gegen den Boden, den Ellenbogen, den Arm. Kraft, gib Kraft rein. Drück rein, feste, feste, feste drücken. Dann stopp die Anspannung und versuch dich nochmal ein ganz klein wenig weiter zu drehen auf die linke Seite. Achte aber darauf, dass deine Schulter am Boden bleibt. Und wir spannen nochmals an. Drück die Hand, den Ellenbogen, die Schulter. Drück sie in den Boden rein. Halte, halte, drücke, feste, feste, feste drücken. Jawohl, immer fester und fester drücken. Und wieder loslassen. Und versuch dich noch ein Stückchen weiter in die Dehnung zu bringen. Und nochmals feste drücken, feste, feste, feste drücken, den Arm in den Boden reindrücken. So, als wenn du auf der anderen Seite des Bodens rauskommen möchtest. Und wieder locker lassen und noch ein Stückchen weiter dich wieder in die Dehnung drehen. Und nun lass den Kopf am Boden, heb den linken Arm gestreckt nach oben, soweit du kannst. Nach oben, komm aus der Schulter raus, streng dich an, jawohl, 10 Sekunden lang, halten, 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 jawohl, weiter, weiter, weiter. Anstrengend, du schaffst das, jawohl, jawohl, halten, halten, halten. Und locker lassen. Nachspüren, entspanne, komm in eine entspannte Position, wo du wunderbar nachspüren kannst, mal in die Schulter reinspüren kannst, in deinen Körper reinspüren kannst. So, und jetzt, das ist eine wunderbare Möglichkeit, jetzt ins Yin-Yoga einzusteigen, in die umarmenden Flügel. Du liegst ja schon wunderbar in der Bauchlage. Stell dich mal auf deine Unterarme, eine Sphinx, und jetzt überkreuze die Arme mal gestreckt vor dir. Musst du mal gucken, vielleicht brauchst du auch einen Block, um deine Stirn abzulegen. Auf jeden Fall bleibe in dieser Haltung, so etwa in Schulterhöhe sind die Arme gekreuzt. Die Handflächen zeigen mal nach
oben. Wir werden gleich auch die Haltung, einfach mal die Arme, die Kreuzung der Arme gleich mal noch ein bisschen verändern, also wechseln. Bleibe jetzt in dieser Position erstmal 2 Minuten und ich sage dir dann, wann wir wechseln. Eine der wenigen Übungen, die auch die Außenseiten der Arme dehnt. Und hier erreicht man auch die dort verlaufenden Meridiane wunderbar. Das ist auch eine wunderbare Übung, um in die Schulterdehnung zu kommen. Hast du besonders eine Wirkung, die Meridiane Dünndarm, Dickdarm und dreifach Erwärmer. Es ist immer mehr los, dann ist noch nicht der Wechsel. Das ist kein Wechsel. Bleibt noch weiter in der Übung. Noch 30 Sekunden bis zum Wechsel der Arme. Und nun wechsle die Seite. Noch 1 Minute. Und nun löse langsam, achtsam auf.
spüre nach, wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Spürst du die Energien fließen? Und nun gib mal die Hände unter deine Schultern. Stell mal die Zehen auf und komm mal in ein Brett nach oben. Drück das Gesäß nach oben, mach dich steif wie ein Brett, die Schulter nach oben, wie ein Liegestütz. Wie in ein Liegestütz. Jawohl! Und halten. Gesäß ein bisschen nach unten nochmal. Halten, halten. Tief ein- und ausatmen. Spann dein Becken an. Spann das Becken an. Jawohl. Jetzt das Becken so ein klein bisschen absenken. Das ist eine gute Schulterübung. Ein bisschen absenken bis kurz vom Boden. Und einatmend wieder hoch. Ausatmen, Becken wieder absenken. Einatmend wieder hoch. Nicht so weit. Ausatmend, absenken. Und noch einmal einatmend hoch. Und ausatmend, ablegen. Kurzen Moment. Oh. Und nun gib die Hände unter deine Schultern. Drück dich nach oben in den Vierfüßlerstand. Wir machen Katze-Kuh. Mit dem Einatmen mach ein Hohlkreuz. Lass die Schulterblätter zusammenkommen. Ausatmend. Drück die Schultern in Richtung Decke. Der Kopf bewegt sich nach unten. Einatmend. Mach wieder ein Hohlkreuz. Lass die Schulterblätter zusammenkommen. Fließend. Jawohl. Ausatmen, strück die Schulterblätter in Richtung Decke. Kopf bewegt sich nach unten. Der Rücken ist ganz rund. Mach das ein paar Mal für dich. Langsam, achtsam, fließend mit dem Atem. Ja, kraftvoll immer die Schultern in Richtung Decke drücken. Noch zweimal. Und dann komm mal zum Sitzen. Wir kommen jetzt zur Regenbogenbrücke. Dafür kannst du dir das Polster mal so quer auf die Matte legen. Wenn du magst, kannst du dir auch noch eine Decke zusammenrollen und hinter das Polster dir legen. Musst du aber nicht, musst du gucken, wie das für dich jetzt passt halt. Ne? Dann setz dich vorne auf die Rolle drauf, sodass du also nur so mit dem Eckchen deines Gesäßes drauf sitzt, nee, dass du dich lang so drüber legen kannst, die Regenbogenbrücke machen. Genau, so, genau. Und dass du dich jetzt zurücklegen kannst mit dem Oberkörper, sodass die Rolle quasi im unteren Rücken ist, die Beine mach bitte lang, sodass du hier eine wunderbare Dehnung deiner Körpervorderseite hast. Die Arme sind lang nach hinten gestreckt, Füße lang nach vorne, spüre mal
in die Dehnung hinein. 3 Minuten halten. Das ist eine ganz wichtige Übung, dass sie die Körpervorderseite mal ordentlich dehnt, die viel zu kurzen Faszien, die durch das häufige Sitzen und das ganze Arbeiten nach vorne dann gedehnt werden. Zudem mobilisiert diese Übung auch deine Wirbelsäule, sie öffnet den Herzraum, dehnt deine Schultern und deine Arminnenseiten. Hast du eine besondere Wirkung auf die Meridiane Magen, Milz, Nieren, Leber, zudem Lunge, Herz und Herzbeutelmeridian. Wenn du irgendwo einen Schmerz spürst, geh mit deiner Wahrnehmung hinein, atme hinein und stelle dir vor, du könntest ihn mit dem Atem schmelzen lassen wie Eis in der Sonne. Berühre diesen Schmerz mit der Einatmung und löse ihn mit der Ausatmung. Du kannst dir auch vorstellen, du würdest ihn warm anhauchen. Er würde ganz, ganz warm und weich und dich dann irgendwann auch zu lösen. Lass immer mehr los. Spüre, wie dein Gewebe immer weicher und weicher wird. Und nun löse langsam auf. Leg dich in eine neutrale Position, entweder indem du die Beine aufstellst vor dem Gesäß, mehr als hüftbreit, beziehungsweise so mattenbreit kannst du die aufstellen und die Knie dann in der Mitte zusammensinken lassen. Die Arme liegen lang an der Seite des Körpers, so an der Seite richtig lang nach unten. Die Handflächen zeigen nach vorne. Eine neutrale Position. Spüre hinein in deinen Körper. Wie fühlt er sich jetzt an? Spürst du Wärme oder Kälte? Leichtigkeit oder Schwere, Entspannung oder Anspannung, nimm einfach nur wahr, was jetzt da ist. Und nun mach mal so ein kleines Päckchen, zieh die Beine ran zu deinem Körper, umfass die Beine mit deinen Händen, die Unterschenkel, mach mal so ein kleines Päckchen und kuller dich mal so ein bisschen seitlich. So richtig mal
richtig seitlich kullern, kannst auch mal ganz zur Seite fallen, dich mal trauen, einfach seitlich zu kullern. Jawohl, ist auch wichtig, als auch als Sturzprophylaxe. Wirbelsäule ein bisschen rund machen und das Becken mal so ein bisschen massieren dann. Und dann halt in der Mitte mal inne und jetzt schaukel dich mal vor und zurück. Kraftvoll, jawohl. Kraftvoll vor und zurück schaukeln, jawohl. Immer weiter, kraftvoll. Du kannst auch, wenn es dir schwerfällt, die Hände unter die Knie geben, also in die Kniekehlen geben. Ziel ist, dass wir irgendwann so ins Stehen kommen können. Jawohl, fast. Nur einmal kraftvoll. Jawohl. Ui, nicht fallen, Gabriele. Aber cool. Mit Stoppersocken hätte es funktioniert. Garantiert. Ja, gut. Nee, aber du hast es ja auch schon geschafft halt, ne? So, jetzt kommen wir in den Vierfüßlerstand. Bitte darauf achten, die Knie sind erstmal unter den Hüften, genau. Jetzt schieb mal deine Hände so weit wie möglich nach vorne, sodass du wirklich, jawohl, die öffnende Herzstellung und dann gib die Stirn zum Boden. Das ist auch eine Demutshaltung. Und das machen wir insgesamt ein bisschen ausgiebiger, die Übung. Erstmal 3 Minuten bleiben wir jetzt in dieser Position. Du kannst die Unterarme auch ablegen. Und nachher kommen wir dann in dieser Position auch noch in eine Drehung hinein. Diese Übung dehnt deine Körpervorderseite, fächert auch so ein bisschen deine Rippen auseinander, dehnt deine Achselhöhlen, die Arme. Das ist auch eine schöne Übung für deine Schultern, also auch so ein bisschen die Schulterblätter zusammenbringt, die Faszien löst unter den Schulterblättern. Wir haben noch unterhalb der Schulterblätter verklebte Faszien auf den Schulterblättern und rund um die Schulterblätter herum sind überall verklebte Faszien, die wir hier lösen können. Zudem weitet diese Übung auch deine Lungenflügel, unterstützt eine tiefe Atmung. Seine auch ein bisschen eine Umkehrhaltung, aber auch eine Demutshaltung, die Stirn am Boden ist, als Umkehrhaltung, hat sie auch leicht verjüngende Effekte. Sie wirkt speziell auf die Meridiane Magen, Milz, Niere, Leber, Blase, Lunge, Herz und Herzbeutel. Das ist also eine sehr, sehr umfassende Übung. Erreicht ein breites Meridianspektrum. Schiebe dein Steißbein immer noch ein bisschen aktiv nach oben in Richtung Decke. Manchmal sind es nur einfach ein paar Millimeter.
lenke deinen Atem in deinen Rücken hinein. Und nun kommen wir in eine Drehung. Dafür gib den rechten Arm unter dem linken Arm durch. Richtig lang zur Seite. Jawohl. Das halten wir 2 Minuten auf jeder Seite. Noch 1 Minute. Jetzt hast du noch eine leichte Drehübung. So flexibilisierst du deine Wirbelsäule, besonders jetzt die Brustwirbelsäule. Dehnst auch nochmals deinen Schulterbereich. Entgiftest deinen Körper, entschlackst ihn. Drehübungen sind besonders wichtig für deinen Körper, für das innere Fasziensystem. Und nun wechsle nochmals die Seiten. Gib jetzt den rechten Arm lang und schiebe den linken Arm unter dem rechten Arm durch. Dich immer tiefer einsinken. Tief ein- und ausatmen. Spüre in dein Herzzentrum hinein. Sekunden.
Und nun löse langsam, achtsam wieder auf. Und schiebe dich, ja, kannst auch eine Gegenbewegung noch machen, einmal zurück in die Stellung des Kindes kurz. Dass du das Gesäß zurück auf die Fersen schiebst, ein bisschen runden Rücken machst. Und dann komm zum Nachspüren in der Bauchlage. Wir sind jetzt noch in der Nachspüren. Noch mal ein bisschen nach. Lass die Energien fließen. So. Nun stell mal deine Unterschenkel hoch. Jawohl. Öffne ruhig mal so ein bisschen, so etwa hüftbreit, die Knie nach außen. Und jetzt lass mit dem Atmen ein und mit dem Ausatmen lass deine Unterschenkel mal zur rechten Seite absinken. Mit dem Einatmen öffne jetzt den linken schon mal nach oben, den linken Oberschenkel nach oben. Ausatmend lass den rechten folgen und gib beide zur anderen Seite rüber. Jawohl, einatmend dann den rechten hoch, ausatmend lass den linken folgen und zur anderen Seite. Und jetzt auch wieder rechts einatmend hoch, nee, umgekehrt, links einatmend hoch mit dem Fuß, ausatmend, lass den rechten folgen und zur Seite rüber. Und jetzt wieder umgekehrt hoch und rüber. Mach die Übung ein paar Mal. Das ist der rückwärtige Scheibenwicher. Und auch hier flexibilisierst du deine Wirbelsäule, vor allen Dingen jetzt im Lendenwirbelsäulenbereich, aber auch deine Hüfte. Nur zweimal in jede Richtung. Und dann komm langsam zur Ruhe. Die Beine lang. Und nun gib mal die Hände unter die Schultern. Drück dich nach oben in den Vierfüßlerstand. Jetzt musst du mal gucken, dass du im Vierfüßlerstand vielleicht, ja, wir kommen jetzt in den halben Sattel. Dafür brauchst du vielleicht jetzt noch gleich Material, um dir das hinten unter den Rücken zu legen. Vielleicht, dass du das Polster parat hast und das Kissen. Manchmal musst du dir auch ein Türmchen bauen. Die kannst du also, rutsch mal ein Stückchen weiter nach vorne, Gabriele. Du gehst nachher nach hinten noch weiter nach vorne,
noch. Kannst die Rolle schon mal hinter deinen Füßen platzieren. Genau. Nee, längs. Die Rolle längs. Genau. Das Kissen dahinter und dann knieße dich mal so davor. Nee. Und noch ein Stück weiter vor. Noch weiter vor. Du musst dich auf. Nee, nach vorne. Noch weiter nach vorne kommen. Jawohl, super. Jetzt setz dich mal zurück auf deine Fersen und streck mal das rechte Bein lang nach vorne. Genau, so. Und jetzt roll dich mal nach hinten mit dem Oberkörper. Versuch mal. Knie nicht. Nee? Mit dem linken Knie. Doch, okay. Du kannst den Fuß auch nach außen öffnen. Am besten machst du es umgekehrt, das Kissen. Ach, ist doch super. Ja, nur ich kann das Knie, das mit dem Knie geht das ähnlich. Aber das Bein lang machen kannst du, ne? Ja. Ja, das ist doch perfekt. Dann muss man einfach gucken, wie kann man das machen. Die Arme lang nach hinten. Mhm. So hast du dann den Heldensitz, dass du das Knie nach außen geöffnet hast. Nicht jeder schafft es halt, auf den Fersensitz halt in die Position zu kommen. So kannst du das Knie auch nach außen öffnen. Aber so dehnst du den Bereich vor allen Dingen des Oberschenkels, dehnst die Körpervorderseite wieder bis zu den Schultern, stimulierst deine Bauchorgane. Zudem komprimierst du sanft die Wirbel. Dadurch wird die Produktion von Knochengewebe angeregt. Eine Schlüsselposition im Yin-Yoga ist der halbe Sattel. Du wirst auch merken, wenn du diese Übung öfters machst, werden sich auch deine Knieschmerzen verbessern. Das ist eine relativ herausfordernde Übung. Die aber sehr, sehr heilsame Wirkungen hat. Ist auch die letzte Übung, die wir heute machen vor der Endentspannung. Sie harmonisiert die Meridiane Magen, Milz, Leber, Niere und ebenso Lunge, Herz und Herzbeutel. Du kannst bei dieser Übung auch, wenn du merkst, dass es dir Probleme bereitet mit dem Gesäß auf den Fersen, kannst du auch einen Yoga-Block dir nehmen, wenn der Druck auf den Knien zu groß wird. Oder wenn du merkst, dass im Fußrücken Spannungen entstehen, dann kannst du da auch so eingerollte Gästehandtücher dir nehmen, die in den Fußgelenken platzieren. Und wenn gar nichts funktioniert, also wenn du gar nicht so zurückkommst sonst, kannst du auch die Übung einfach an der Wand machen, indem du dich einfach leicht an die Wand zurücksetzt. Und nun löse langsam wieder auf, indem du einfach die Arme wieder so ein bisschen mal nach vorne gibst, dich ein bisschen hochdrückst, langsam auflöst, Kissen mal wegbaust hinter dir und mal ins Nachspüren kommst. Es
Sehr oft spürt man gerade bei dem Sattel, bei etwas herausfordernden Übungen, die Energien wunderbar fließen. Und nun gib die Hände lang und das Gesäß, die Arme, stell die Füße mal auf. Zieh die Beine mal ran zum Oberkörper, streck die Beine in Richtung Decke, jawohl. Heb den Oberkörper mal ein bisschen an, gib Spannung in den Unterleib, lass die gestreckten Beine mal absinken, lass den Oberkörper, nicht absetzen, sondern langsam absinken lassen, Oberkörper folgen lassen, so wie eine Schaukel, dann wieder nach oben ausatmen, einatmen, hoch, ausatmen, zurück. Und nochmals ein und aus, wie eine Schaukel. Das insgesamt 5-mal. Und mit dem 6. Mal setzt du dich nach oben. Okay. Nun komm wieder auf den Fersensitz, platziere wieder die Rolle hinter deinem Körper, nur wenn du sie brauchst natürlich, ne? Wenn du keine Rolle brauchst, hinter den Zehen, hinter den Füßen. Genau, gib jetzt das linke Bein lang. Komm entweder im Heldensitz oder Fersensitz jetzt auf das rechte Bein. Leg dich nach hinten zurück, die Arme lang nach hinten. Genau, du kannst auch den Heldensitz machen, indem du das Bein nach außen, also den unteren Unterschenkel nach außen öffnest halt. Kannst dir auch, wie gesagt, sonst, wenn du zu sehr kippst zur rechten Seite, jetzt kannst du dir einen Yoga-Block auch unter die rechte Gesäßhälfte legen. Und dann bleibe auch hier in dieser Position 3 Minuten. Genieße diese Übung jetzt nochmal. Die letzte Übung für heute, dann kommt die Endentspannung. Thank you.
Da ist immer mehr los. Genieße die Dehnung. Dreißig Sekunden. Und nun löse langsam, achtsam auf. Komm zum Nachspüren in einer neutralen Position. So. Spüre mal hinein in deinen Körper, wie fühlt er sich jetzt an, so am Ende der Übungsstunde, so kurz vor der Endentspannung. Vielleicht spürst du es überall so ein bisschen kribbeln, die Energien fließen. Vielleicht stellst du auch fest, dass du, als du begonnen hast mit den Übungen, dich viel unbeweglicher gefühlt hast und jetzt wieder das Gefühl hast, als wenn du den etwas eingerosteten Körper wieder entrostet hast. Vielleicht sind auch Schmerzen, die du vorher hattest, jetzt vorbei, weggegangen, wie verflogen, als wenn du die kleinen Vögelchen mitgegeben hättest. Spür einfach mal, was jetzt im Moment da ist. Und dann machen wir eine Endentspannung. Dafür leg dich jetzt bereit. Und nun guck mal, dass du dich zurechtlegst für die Endentspannung. Mach's dir bequem. Such dir ein schönes Plätzchen, wo du dich hinlegen kannst. Wenn du magst, kannst du natürlich auch sitzen. Und wenn du nun liegst, schließe deine Augen. Und wenn du nun so ganz bequem liegst, nimm dir noch ein wenig Zeit, um in dich hineinzuhorchen. Komme mit deiner Wahrnehmung zu deinem Atem. Spüre den Rhythmus deines Atems. Nimm wahr, wie sich dein Brustkorb mit dem Einatmen hebt und mit dem Ausatmen wieder senkt. Spüre, wie sich mit dem Einatmen dein Atem in deinem ganzen Körper ausbreitet. Wenn noch Gedanken in deinem Kopf sind, lass sie einfach kommen und gehen.
so wie Wolken im Wind. Wandere nun mit deiner Wahrnehmung zu deinen Füßen. Spüre, wo deine Füße die Unterlage berühren. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannst du ganz bewusst deine Füße, deine Waden, deine Oberschenkel, komme dann mit deiner Wahrnehmung zu deinem Gesäß. Spüre auch hier, wo dein Gesäß die Unterlage berührt. Fühlt sie sich weich oder hart an? Mit dem nächsten Ausatmen kannst du ganz bewusst deine Gesäßmuskeln entspannen und auch dein Becken, deinen Bauch und deinen unteren Rücken. Dann wandere weiter mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Oberkörper. Spüre, wie dein Atem langsam immer gleichmäßiger wird. Wie er rhythmisch ganz von alleine durch dich hindurch fließt. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannst du deinen Oberkörper. Die Schultern, Arme und Hände. Dein ganzer Oberkörper ist nun entspannt. Lenke nun noch deine Wahrnehmung auf deinen Hals, deinen Nacken und deinen Kopf. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannst du ganz bewusst deinen Kehlkopf, die seitlichen Halsstränge, deinen Nacken, deine Kopfhaut und dann auch dein Gesicht, deine Stirn, die Augenbrauen. Deine Augen sind ganz entspannt. Und auch deine Kiefergelenke. Entspanne deinen Mund und deine Zunge. Und
Lasse deinen Unterkiefer los. Und senke deine Zunge auf den Boden deiner Mundhöhle. Nun bist du langsam auf einer tieferen Bewusstseinsebene angekommen. Und wenn du nun so ganz entspannt hier liegst, kannst du dir vorstellen, dass am höchsten Punkt deines Kopfes sich ein silbernes Band befindet. Und in Gedanken lässt du dieses Band nun länger und länger werden und spürst, wie es weiter in Richtung Himmel sich zieht und spannt. Vielleicht kannst du dir den Himmel über dir vorstellen, wie in einem tiefen Blau mit unzählig leuchtenden Sternen übersät ist. Die Sterne leuchten und strahlen, und du lässt das Band weiter wachsen, immer weiter in den Himmel hinein. Unter all den Sternen, die da am Himmel leuchten und strahlen, gibt es einen Stern, der dein eigener, ganz persönlicher Stern ist. Betrachte diese Sterne. Und suche dir den Stern aus, der dich jetzt vielleicht anzieht, vielleicht auch aufblinkt, zu dem du dich vielleicht hingezogen fühlst. Lasse das silberne Band immer weiter wachsen, bis es genau an deinem Stern angelangt ist. Und verbinde dich über dieses Band mit deinem wunderschönen, strahlenden Stern. Und du spürst, dass diese Verbindung eine ganz besondere Verbindung für dich ist. Eine Verbindung, die dir Kraft und Halt gibt. Langsam spürst du, die helle Leuchtkraft des Sterns an diesem silbernen Band hinuntersteigt zu dir. Du fühlst, wie das warme, weiche Licht des Sterns zuerst deinen Kopf erreicht.
um deinen Kopf herumfließt, weiter zu deinen Schultern, deinem Oberkörper, deinem Bauch und weiter hinunter bis zu deinen Füßen. Du kannst spüren, wie sich dieses Licht ganz um dich herum ausbreitet und sich wie eine Schutzhülle um dich legt, sodass du dich ganz sicher und geborgen fühlen kannst. Dein ganzer Körper ist nun eingehüllt in dieses warme Licht. In Gedanken kannst du dieses Licht noch ausdehnen, das sich um dich herum noch weiter ausbreiten lassen, bis du dich ganz sicher und geborgen fühlst. Genieße diesen Zustand. Lasse dich tragen von dem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Und spüre die göttliche Energie, die dich beschützt. Dann lasse das Licht ganz, ganz langsam wieder an dir hinauffließen, an deinen Beinen hoch, weiter über deinen Bauch, hinauf zu deinen Schultern, weiter hinauf zu deinem Kopf, lass es dann wieder an dem silbernen Band hinauffließen in den Himmel, bis es wieder an deinem Stern angelangt ist. Spüre nun noch einmal in deinen Körper hinein, das Gefühl von Wärme und Schutz, das dir dieses Licht gegeben hat, ist immer noch da. Bedanke dich bei deinem Stern dafür, dass er dich mit Licht und Schutz umhüllt hat. Und du weißt, dass du immer wieder, wenn du Schutz und Licht brauchst, über dieses silberne Band den Kontakt mit deinem Stern herstellen kannst. Und immer wird sich dieses Licht schützend und wärmend zu dir begeben, dich umhüllen, wann immer du es brauchst.
nachdem du dich nun bedankt hast, löst du vorsichtig das Band und lässt es langsam wieder schrumpfen, kleiner und kleiner werden. Und nun konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Spüre, wie dein Atem langsam und gleichmäßig durch dich hindurchfließt. Und du nimmst einen tiefen Atemzug, tief in den Bauch hinein. Du spürst, wie du langsam wieder zurückkommst hier in diesen Raum. Und mit dem nächsten tiefen Atemzug spürst du wieder die Auflage, auf der du liegst. Spürst, wie wieder Bewegung in deinen Körper kommt. Der Kreislauf wieder hochfährt. Vielleicht steigt in dir ein kleines Lächeln oder ein herzhaftes Gähnen auf. Und mit jedem tiefen Atemzug spürst du, wie du immer mehr und mehr in diesen Raum zurückkommst mit deiner Wahrnehmung. Du die Augen wieder öffnen kannst und frisch und gestärkt in den Tag wieder hineinstarten kannst. So, ihr Lieben, das war's nun von uns beiden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall. Genau, auch wir haben heute gar nicht gefragt, wie geht's außer gut, siehst du? Ja, genau, deswegen fragen wir jetzt, wie geht's dir jetzt außer gut? Ja, keine Kopfschmerzen mehr. Perfekt, ja, super, genau. Das ist klasse. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und fühlt euch jetzt schön gestärkt und gedehnt und wie auch immer. Und lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund, fit und vital. Ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder persönlich sehen. Genau. Und ja, ich denke, nächste Woche werden wir euch dann nochmal ein Video zaubern, Gabriele und ich. Ja, gerne. Und dabei. Ja, genau. Ja, ist ja die Einzige, die jetzt darf, so, ne? Ja, ich darf, genau. Beziehungsweise ich darf nur Einzeltraining machen. Genau. Gut, okay, ihr Lieben. Dann. Gehabt euch wohl. Wir sagen tschüss. Huhu. Tschüss. Namaste. Namaste, ihr Lieben. Tschüss.